Warte mal. So, ja, ich hoffe, man nimmt auf. So, folgendes. Ich kann... Ich war mal auf dem Discord-Channel. Und... Du kannst also hier... Könnte klappen. Keine Spuren, sicher wie beim letzten Mal. Wobei, ganz ohne Spuren wird es ja doch nicht gehen. Verzeih nicht. Jawohl. Gut. Wird umgehend erledigt. Ich will Beute machen. Die will irgendwie nicht. Ihr war sowieso langweilig. So, ich habe jetzt allen dreien Gaukelei gegeben. Richtig? Und angeblich loopen die. Also das ist nur, wenn du die AI einstellst, also die KI, die künstliche Intelligenz, dass sie dann hin und her wechseln. Aber du kannst auch manuell hier rein. Ne, guck mal, die haben ihre Klamotten weggelegt. Die Räuberlumpen, weil sie jetzt all den Lederwams haben. Und ich gehe jetzt alle Gaukler schicken. Was sicherer ist. Also sicherere Einnahmequelle und die Leute müssen nicht kämpfen und man muss nicht vor Gericht. Also das mit dem Gericht ist übrigens, wird bearbeitet. Das ist nicht so, wie es sein sollte. Da arbeiten die noch dran. Das war halt, was ich meinte. Da, guck. 25 gemacht. Jetzt mal eben gerade. Jetzt sind wir schon bei über 1000. Die gaukeln hier einfach. Immer vor sich hin. Oder wie? Und Albert? Der ist auch, will auch gaukeln. Aber nicht hier. Hier ist eine feindliche Räuberin oder so. Albert gaukelt da. Also es ist, die gaukeln hier einfach vor der Tür, wie es mir scheint. Vorher sind sie ja mal rumgelaufen. Ja, gibt ja trotzdem Geld. Kommt jetzt permanent Geld rein. Einfach so vom Gaukeln. Und wo ist die dritte? Was? Meine Klinge ist gewetzt. Ach, die gaukelt hier hinten. Siehst du das? 1130, 44. Euer Ansehen ist gewachsen. Also wenn du die KI einstellst, dann wechselt sie zwischen... Gaukeln und ausrauben, also Wege lagern. Wenn du sie einfach manuell auf Gaukeln stellst, dann gaukeln sie ununterbrochen. Was eigentlich bessere Einnahmen gibt hier. Ich meine, es ist zwar weniger, du hast von Räuberei, meinte er auf Discord, kannst du mal eben so 100 Taler pro Räuberei machen. Aber du hast halt eben auch die Gefahr, dass du im Knast landest, ne? Hier sind andere Wegelagerer, sehe ich gerade. Das kann natürlich auch zu Problemen führen. Aber ich sehe hier kein anderes Räuberlager. Ich sehe nur unseres und eine Mine. Und Steinbruch. Ich weiß nicht, warum die hier rumlungern. Wir können die hier eigentlich überfallen, oder? Hier die Iken Inga. Da, 1293. Ich bin gerade beschäftigt. Ich weiß, ist auch gut so. Und er kriegt Skillpunkte. So, können wir jetzt im Rang aufsteigen? Ja, können wir uns nicht leisten, aber wir könnten jetzt gemeiner werden. Gardisten ablenken und einen zusätzlichen Betrieb. Die Gemeinden sind nicht direkt leibeigen, da sie mehr oder weniger frei durch die Lande ziehen dürfen.
Die allermeisten Gemeinen jedoch pachten ein Fleckchen Land von einem Gutsherrn oder Grundherrn. Ich will nämlich noch einen Kräuterladen aufmachen. Da müssen wir aber noch eine Menge gaukeln. Glaube ich. So, und dann haben wir hier Albert. Und zwar, wenn man hier guckt, eine Liebschaft. Das hier? Nein. Ein Romanze beginnen, okay. Und hier sieht man jetzt eine Liste auf potenziellen Partnern, ja, die es da gibt. Ich gucke erstmal nach dem Alter. Hier 23. Was ist? Dann kann man die hier angucken, wie ist die Fruchtbarkeit? Wo ist das? Produktivität. Fruchtbarkeit 106. Gar nicht so schlecht. Und die ist sehr klug und aufmerksam. Und die Ein ist Stufe Angestellter hat 7 einen neuen schon. Berufsgrad erreicht. Ja. Jetzt Edeltraut Dum-di-dum. und Hurra! Dumm-di-dumm. Fruchtbarkeit auch 104. Das klingt jetzt hart, aber es geht hier um Kinder kriegen, ne? Die ist nicht so produktiv und die hat die Werte mehr verteilt. Ja, noch war einfach meist klug, ne? Die ist eher geschickt und aufmerksam. Ich weiß nicht, ob sich das kombiniert, glaube ich. Egal, wir nehmen jetzt einfach mal die Hulda. Oder Anne? Reichtum 4000. Geld kriegen wir dafür. Erdäpfel? Was sind Erdäpfel? Kann man die essen? Ich habe nämlich ziemlich Hunger. So, guck mal, jetzt rennt er zu ihr hin, glaube ich. Wo ist sie denn? Ich muss mich ja um die Dynastie kümmern, während die Arbeiter Geld machen. Ich bin noch nicht mal gemein, ich bin nur leibeigen. Ist das Anne? Nein. Soll die denn sein? Wenn ich jetzt Ich cooler, wenn bin gerade die. beschäftigt. Wenn die mir entgegenkommen will. Und ich nicht da ganz hinrennen müsste. Robert. Wie heißt sie jetzt nochmal? Jetzt habe ich schon den Namen vergessen. Konkurrent ernennt einen Erben. Zumindest haben wir jetzt richtiges Einkommen permanent. Das ruckelt hier irgendwie. Kann das sein? Gott, wo wohnt die denn? Kann man das ja wo sehen? Und wir sind hier oben. Sudenbohlen. Wahrlich, eure Vorfahren können stolz auf euch sein. Das wollte ich euch gerne sagen. Was ist das alles? Oh mein Gott. Jetzt kommen wir nicht mehr. Ein Kompliment machen, Hulda, komm. Sicher. Arbeite mal für dein Kind. Hulda, lauf nicht weg, Frau meiner Träume. Ich bewundere euch. Das wollte ich euch gerne mitteilen. Minus 15. Fehlschlag. Oh shit. Sollen sie ohnmächtig machen? Wird erledigt. Gleich nochmal. Kommt denn das? Es ist ein hübsches Gewand, das ihr tragt. Ihr wisst euch zu kleiden.
Oh, plus 9. Guck. Das soll es raspeln. Selbstverständlich. Vielleicht sollte man nicht immer das gleiche machen. Wenn die Sterne vom Himmel fallen, würdet ihr damit die Meere füllen. Hui, das mag ich. Rosen in euren Augen. Kuss auf die Wange, gut, volle Kanne. Hm. Alles nix, Ola. Oh, shoot. Bin verwundet. Oh, vergiss es. Wir nehmen uns eine andere. 29. Wie ist die denn drauf? Die hat nur noch 86 Fruchtbarkeit. Anna. Anne. Ich eile. Hin. Zu Anne. Hulda ist doof. Wo soll denn Anne jetzt wieder sein? Vielleicht ist sie mehr im Norden, das wäre ganz gut. Okay, also ich bin mit Fortpflanzen der Dynastie verantwortet, während meine Arbeiter mir das Geld einbringen. So stelle ich mir das vor. Ja, wie hackelt das? Anne. Wer Anne nass macht. Ja, wo waren das? Rüdelheim. Hartheim Projekt. Nein, mehr noch. Wenn ihr eine Anne nass macht, dann bin ich das. Soll ich Anne. Nee, das war auch Anna nass machen. Na, ist auch nicht. Anne. Anne Frank. Das ist einfach nur auf der anderen Seite der Stadt, ne? Schaut mal hier dann. Gucken wir auch mal ein bisschen rum. Eigentlich müssen wir fürs Laufen auch ein bisschen Skill bekommen. Was ist denn Clarissa? Warum habe ich die denn jetzt hier drin? Keine Ahnung. Anne, wo bist du? Ihr seid so gut und rechtschaffen, Gott selbst muss euch gesegnet haben. Genau. Was ist? Kompliment an Anne. Ja, eure Haut ist so rein. Da werde ich richtig neidisch. Siehst du, die mag mich. Süßholzraspeln. Weiter. Wird erledigt. Wenn die Sterne vom Himmel fallen, würdet ihr damit die Meere füllen. Och Mann. Süßholz. Ihr werdet Anne. Stolz ihr seid auf so mich gut sein. Und rechtschaffen. Gott selbst muss euch gesegnet haben. Echt jetzt? Sie bekloppt. Ach, die hat mich schon wieder weggeschmissen. Das ist gar nicht so einfach. Muss man mal sagen. Ja. Hurra! Zu mir in der neue Anne ist auch doof. Hulda, die hatten wir eben auf dem Weg gesehen, oder? Lass mal eine einfache nehmen hier, die hat nicht so viel Geld. Das geht schnell. Die ist alt und hat kein Geld. Ich glaube, die hat mal eben gesehen, die Clarissa auf dem Weg. Oder? Lass mal nicht so eine 4000er nehmen, lass mal eine 1000 Taler Frau nehmen. Wo sind die jetzt? Also man kann nur mit den Frauen aus... Ihr werdet beachtet. Mit den Frauen aus dieser...
aus dieser Liste eine Beziehung eingehen. Mit keinem anderen. Oh Mann. Die sind schon wieder drauf hier. Da, geh mal gucken, die Stadt galt ist. Noch überall. Matti, der Informant. Ich glaube, das was bringt, dann ihm vielleicht zu helfen. Ich weise meine Knechte und Gesellen jeden Tag an, sich an eurem handwerklichen Geschick ein Beispiel zu nehmen. Stufe auf die Familie alles für mitziehen. Unsere Dynastie. Das geht schnell. So, okay, wir machen mal langsam. Ich werde jetzt noch ein Kompliment machen. Und dann machen wir jetzt morgen weiter. Ich weise meine Knechte und Gesellen jeden Tag an, sich an eurem handwerklichen Geschick ein Beispiel zu nehmen. Ihr werdet stolz auf mich sein. Meine Augen füllen sich mit Freudestränen. So sehr sind sie von eurer Schönheit verzaubert. Warum geht das nicht? Ich habe mein Charisma verloren. Ja. Blöden Frauen hier in dem Spiel. Was ist denn das? So ein Scheiß. Was Albert. Ist? Käsetoast? Das geht schnell. Komm, wir haben 2000. Okay, wir gehen jetzt tiefer beanspruchen. Euch glücklich. Dank eurer unermüdlichen Arbeit habt ihr einen neuen Titel erreicht. Gemeiner. Gut. So, wir sind jetzt nicht mehr leibeigen. Vielleicht klappt das jetzt ein bisschen besser. 650 Körnerbräu. Da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen Geld. Guck mal, die beten ja einfach. Und ich habe ein Level gekriegt. Ich hau mir noch einen auf Charisma, so. Und hier noch werden der Job schon einhauen. Ach, ein Aufstieg. Wenn ich will Beute machen. Ja, Level up. Und hier Aufmerksamkeit fehlt hier ein bisschen. So gute Allgemeintalente. Mal guck, die gaukeln jetzt den ganzen Tag. Ein Tag aus wird gegaukelt. Und wir haben eine konstante Einnahmequelle dadurch. Aber theoretisch können wir noch einen anstellen hier. Jo. Ich bin da. Könnte klappen. Und Albert geht auch. Alles für auch unsere Dynastie. So, gehen jetzt alle vier gaukeln. Das poppt jetzt nur noch. Ein Laden voller Gaukler. Ich musste, glaube ich, nochmal eine Waffe und einen Lederwams für sie besorgen. Ne? Okay. Ihr werdet geachtet. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Okay, kann man da hinspringen? Ja. Beute? Dieses ganze System ist übrigens neu, ne? Mit den, morgen alle mindestens Charisma 5. Dieses ganze mit den Benachrichtigungen ist wohl neu. Das hatte man wohl vorher nicht, dass hier Pop-ups voneinander. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Was machen wir nun?
Ja, ich bin noch Stufe 4. Schon an. Okay, so. Ich kann hier gerade. Ich kann gerade nicht. Albert. Geh nochmal nach Clarissa. Alles für unsere Dynastie. Da, guck mal, die alle Geld machen. Hurra! Was poppt hier nur noch? Ich kann hier gerade unmöglich weg. Doch, kannst du. Du musst Süßholz raspeln. Die muss man immer mal so ein bisschen da, ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie schnell man stirbt, aber wir sind jetzt schon mal 3-4 Jahre unterwegs. Ein Tag ist ein Jahr, glaube ich. Sieht denn das hier irgendwo? Kann man das irgendwie ändern? Also dass ein Tag ist und nicht ein Jahr. Ist er auch nicht? Da muss es sein. Hier, Clarissa, rechts. Ihr seid so gut und rechtschaffen, Gott selbst muss rechts. So, plus 30. Süßholzraspel nochmal. Ja, ist gut. Aber wenn ihr mich fragt, dann würde ich viel lieber einen Becher Wein trinken, als mir die Hände schmutzig zu machen. Oh, oh, oh. Ich bin fast fertig. Sollen wir es versuchen? Hier mögt ihr Liebschaft einen Heiratsantrag machen. Eine Liebschaft eingehen. Hiermit könnt ihr mit einer eurer Romanzen eine Liebschaft, manche sagen auch eine Affäre beginnen. Eine Liebschaft sichert euch die Gunst der Person zu, was euch unter anderem Vorteile in Abstimmung geben kann. Das war der ganz zu Anfang. Beenden. Das? Aber wenn ihr mich fragt, dann würde ich viel lieber einen Becher Wein. Eine Liebschaft erstmal. Dem kann ich mich nur anschließen. Hurra! Bravo! Gucken wir es mal. Beim fast vollen Balken. Ich will, dass du in meine kleine schäbige Holzhütte gehst. Ihr inspiriert mich jeden Tag. Durch euch bin ich zu einem besseren Menschen geworden. Autsch. Ihr seid eine Liebschaft eingegangen. Hey. Und kann ich sie jetzt heiraten? Gut erledigt. Ihr seht, wie die Sorte Frauen aus, mit der ein Mann Kinder machen möchte. Ich bin mir eine große Freude, diesen rechtschaffenen Mann und diese ehrbare Frau im allerheiligsten Sakrament und mit Gottes Hilfe im heiligen Bund der Ehe zu vereinen. Oh. Nein! Oh. Nein! Oh, die ist das schlecht. Was denn jetzt? Ah, ist das blöd. Steuereintreiber Katharina, nee, die lieber nicht. Einen neuen Berufsgrad. Gut. Oh mein Gott.
Die gute Stube. Ist Clarissa jetzt da drin? Feierabend. Ich eile. Okay, gut. Dann gehen wir mal dahin. Dann kümmern wir uns hier um die Angestellte. Hurra! Ist das die neue? Ja. Was geben wir hier denn? So viel Charisma, die brauchst du mal Geschick. So. Ja, 1500 wieder. Was ist unser Wegelagerer-Ding? Ja, da. So, wir haben ja jetzt Gemeiner, das heißt, wir dürfen nur ein Haus bauen, ne? Wir machen jetzt auch eine Kräuterhütte. Zurück zur Natur. Und die bauen wir genau gegenüber hin, so. So. Fump. Jetzt haben wir schon eine Kräuterhütte. Und das gibt uns auch wieder Ansehen oder Einfluss, besser gesagt. Und wir haben eine konstante Einnahmequelle hier. So, müssen wir sehen, sind wir jetzt beide hier drin? Nö, er noch nicht. Betteln. Wir können jetzt Arbeiter antreiben. Ihr könnt auch einen faulen Angestellten mal so richtig verbal in den Hintern treten, dann arbeiten sie auch einige Zeit lang schneller. Aber seid vorsichtig mit der Härte eurer Worte. Sie könnten sie unter Umständen auch wütend anstatt motiviert machen. Achso, nee. Muss ich erstmal hier sein. Ich glaube, ich bin noch unterwegs. Da. Wir brauchen noch 300. Wir müssen noch mindestens 3 Leute einstellen. 2, die Tee und Dings herstellen. Und dann einen, der zum Marktplatz fährt und das verkauft. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Das mit dem Antreiben machen wir gleich. So, wir machen jetzt hier. Gebäudemenü. Angestellten. Jupp. Ihr wisst genau, wo die Grenze zwischen Genialität und Wahnsinn liegt, Meister. Angestellten, ja. Routen. Neue Route. Zurück zur Natur. Aufladen. Kräutertee. Maximum 10. Und das Zeug, ne? Kräutermischung. 10. So, dann einen hinzufügen. Presta. Abladen. Kräuter ist nämlich genauso. Die sammeln das irgendwo ein. Und dann nehmen wir das. Ach, toll. Presse. Check. Close. So, jetzt können wir hier Kräuter Presse auf ihn. Auf Sibylle. So. So, die sind jetzt nämlich sammeln. Die sammeln jetzt Zutaten. Dann stellen dann Kräutermischung und Dings her. Lavendel und Brombeeren verkaufen wir nicht. Wir verkaufen nur die Kräutermischung. So. Bitte noch Pause. Da, Hück. Es wird Blasen geben. Nein. Achso, die hat die Handelsroute schon. Ich sehe das nur nirgendwo. Ach, aktive Handelsroute. Da oben rechts das Symbol. Und die machen automatisch, was sie wollen. So.
eigentlich ein Selbstläufer. So, jetzt muss ich aber mal sehen. Kann ich jetzt hier Leute antreiben? Ich bin gerade verhindert. Ach, dann lauf ich dahin. Und jetzt? Ich treibe Leute an. Nein, 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 ich soll das nicht machen. Hurra! Bin beschäftigt. Nee, bist du nicht. Selbstverständlich. Komm wieder raus da. Du musst jetzt ein Baby machen mit deiner Frau. Irgendwie. Jetzt nicht, bitte. Muss rein da? Ich mein das. Oh. Hurra! Geht das hier irgendwo? Sozial? Ah, hier. Für Nachwuchs sorgen. Hiermit könnt ihr euch mit eurem Ehepartner in den Wohnsitz zurückziehen und Dinge tun, die man eben nur nach der heiligen Eheschließung tun. Wird erledigt. Und danach kümmern wir uns wieder ums Geschäft. Jetzt muss erstmal für Nachwuchs sorgen. So, die sind ja einmal schwer beschäftigt. Muss halt die sammeln. Schon wieder ein Tausi. Immer besser, wenn man zwei Standbeine hat. Einmal Kräuter und einmal. Jemand mag euch nicht. Verbrecher. Der Baby ist gleich fertig, ne? Schwangerschaft, 5 Charisma. Hey. Ist was? Ja, ihr wünscht mich zu sprechen. 5 Charisma. Können Sie jetzt mal loben gehen? Schwanger. Gut. Muss ja nicht. Können wir sie jetzt hier einspannen? Können Sie zum Beispiel. Jawohl. Kräuter machen? Feierabend. Was ist das? Und ich gehe hier hin? Ja. Das war Clarissa. Jawohl. Kannst du nochmal arbeiten? Da können wir nämlich hier AIA machen. Das ist alles ungefährlich. Also nur bei denen im Räubercamp, das mit dem Wegelagern, das gefällt mir nicht. So, wir machen auch hier Kaukeln. Gut. So. Der Ansehen ist gewachsen. Niemand mag euch nicht. Bei einer öffentlichen Hinrichtung entfährt euch versehentlich ein Furz. An sich nichts besonders Anstößiges, doch leider stand Eckehard Ärmler direkt hinter euch. Die Familie Ärmler meidet euch und die eurigen fortan, besonders bei öffentlichen Veranstaltungen. Okay. Gratulation, Clarissa Carver und Albert Carver erwarten ein Kind. Sehr schön. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Halt! Wohnen! Ich kann gerade nicht. Scheiße, Pause. Ich bin gerade beschäftigt. Knochen brechen. Ohnmächtigen. Angriff! Weiter. Scheiße! Clarissa, halt noch einen Moment durch. Nein! Clarissa, halt durch. Ihr habt den Kampf gewonnen. Boah. So ein Miststück. Bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Gut.
Ja. Ja. Sicher. Boah, hört doch mal auf, mich immer anzuklicken. Ja, oh, ist die auch schon so drauf. Jetzt rennt die schon wieder los. Sie ist schon angeschlagen. Ich pass jetzt auf. Kann man Leibwache machen oder so? Lass die Finger von ihr. Die muss natürlich losrennen und die Kräuter holen, ne? Das ist ein bisschen gefährlicher. Auf der anderen Seite, sie hat sich ganz gut geschlagen. Wir wollen ja alle mithelfen im Familienbetrieb. Ich auch mal doppelklicken. Ich kann gerade nicht. Okay, gut. Garten der Alraune. Guck, sie pflückt jetzt her. Ihr werdet geachtet. Ui. Aus einer Laune heraus lasst ihr die Reste des gestrigen Klages in eurem Wohnsitz diesmal nicht in den Schweinepferch werfen. Gut, das hatten wir schon mal gelesen. Da habe ich echt ein bisschen Sorgen hier um Clarissa. Wenn die jetzt verletzt wird oder so und dadurch die Schwangerschaft abbricht. Und sie ist schon 30. Ich bin gerade beschäftigt. 31. Ich hab voll den Blubberbauch rein. Voraussetzungsschneiderei. So, nee, das ist ihr Gewand. Magie hat jetzt schon Geld gekriegt. Das hieß doch, dass sie 3300 wert ist oder so. Was rennt die schon wieder dahin? Noch mehr Flöcken. Ne, pass mal auf, Clarissa, du machst Kräutertee den ganzen Tag. Du bleibst in der Stube und machst Kräutertee den ganzen Tag. Nichts anderes. Das ist mir zu gefährlich. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Da, guck mal. Mach etwas Sinnvolles aus deinem Leben, hat mein Vater immer gesagt. Und nun? Schaut mich doch an. Ja, passt doch. Das brauchen wir ja noch wenig Kraft. Das brauchst du ja. Wisst ihr, sie macht jetzt Tee den ganzen Tag. So, jetzt wird's langsam, ja. Was machen wir nun? Achso. Okay. So, Albert, mal lauter Leute, die hier performen. Oder gaukeln. Sag mal, wenn sie jetzt gerade mal ein Jahr älter geworden ist, wo ist denn unser Baby? Ich
verstehe ich nicht so ganz. Wie lange ist sie denn trächtig? Wir haben ja kein Elefantenbaby, oder? Ja, das muss sowieso umgestellt werden. Dies ein Jahr, das ist völlig, weiß ich auch nicht, zu lange, zu schnell, finde ich. Ja. Und schon 361. Ist unser... Die Sibylle, die läuft aber, oder? Vorknecht. Macht ja immer nichts. Die müsste eigentlich hier zum Laden vor und zurücklaufen. Sibylle. Wir haben 6 Kräutertee und die macht nichts. Oh, mach mal die AI gesteuert. So. Ich sehe, jetzt verkauft die auch mal was. Hurra! Da, 76 hat sie Hurra! Gemacht. Und 41. Und jetzt haben wir ihn zurück. Verkaufsfläche. Hurra! Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Das war wahr. Euer Ansehen ist gewachsen. Ja? Okay, sie hat wieder ein Level up. Oh, müssen die echt Auto-Aufstieg machen? Machen die mal noch ein bisschen geschickter. Ich stehe bereit. Euer Ansehen ist gewachsen. Oh, hier ist ein Wegelagerer. Ich bin gerade beschäftigt. Jawohl. Treff mich mal an. Okay, kann ich die... Folgt mir! Ah, siehst du? Ihr habt den Kampf gewonnen. Nun? Wird erledigt. Ah, 85. Ohne Fleisch? Klasse, endlich Eile. Käsetoast? Die ist weg hier. Formel hier. Hurra! Weil, wie lange dauert das mit dem Baby? Ich bin gerade beschäftigt. Ja. 1,53. Hä? Verheiratet, Magdeburg. Schwanger, 1 Stunde 36 noch? Ach, guck. So lange dauert es noch. Gemeiner. Dauert noch ein Jahr, bis sie
bis sie niederkommt. Oder wie heißt das? Weiß ich. Kommen ja auch ein paar in unsere Kräuterhütte. So, langsam mal gucken, müssen wir die reparieren nochmal? Ne, 90%. Das kostet auch 98, guck mal. Die haben wir schon 3000. Wow. Was? Euer Kind wurde geboren. Eure Dynastie wächst. Alba und Clarissa, stolze Eltern eines Volker. Ziemlich klug, nicht sehr aufmerksam, hat ein bisschen Kraft, Geschick. Ja, durchschnittlich. Der Volker. Okay. Ist Volker hier? Was? Jemand aus eurer Familie hat eine Romanze. Robert Emler und Clarissa Kaber haben eine Romanze begonnen. Wenn ihr nicht etwas gegen diese Umwerbung habt, dann solltet ihr eingreifen, bevor es zu spät ist. Pause. Was? Bin beschäftigt. Bild einen eurer Geliebten. Müsst eine Romanze haben. Was? Clarissa? Das denn für ein Scheiß? Ich bin gerade verhindert. Ihr werdet stolz auf mich sein. Selbstverständlich. Geh mal zu. Selbstverständlich. Wann hat er denn mit Clarissa eine Dings angefangen? Kann man die essen? Ich habe nämlich ziemlich Hunger. Hurra! Eine erwachsene Person an. Hurra! Kann nichts machen. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Dann geh doch mal rein. Ohne Fleisch? Kein nichts. Alles für uns. Jawohl. Nochmal noch ein Kind. Und das ist mir eigentlich egal. Ihr werdet beachtet. So, mach mal. Sicher. Gut, was macht er jetzt? Keine Ahnung, wie das geht. So, jemand. So, Familie hat eine Romanze. Wenn ihr etwas gegen diese Umwerbung habt, dann solltet ihr eingreifen, bevor es zu spät ist. Robert Emler. Ich bin gerade verhindert. So, und hier kann man nämlich jetzt Volker. Familienstammbaum. Kann ich immer noch nicht als Erbe nehmen. Ihr müsst ein lebendiges Familienmitglied. Was ist?
Sie kann ich. Ihn nicht. Hier bin ich. Möchte Clarissa Erbe zu einem Ehemann nennen. Beachtet, dass Volker Kaber dies nicht gefallen wird. Der ist erst Bengel. Wie soll das denn nicht gefallen? Ja. Alarmiert, für Nachwuchs sorgen, fehlgeschlagen. Nein. Okay. Das geht schnell. Jawohl. Denk ihr werdet stolz auf mich sein. Hier bin ich. Ja. Und du gehst wieder Tee kochen. So. Und Volker wächst. So. Jawohl. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Du kannst jetzt Auto machen. Ihr werdet stolz auf mich sein. Jemand mag euch. Okay. Beim öffentlichen Diskussion um Handelsrechte stellt ihr euch auf die Seite von Heinrich Sonderfall. Ihr habt das nicht unbedingt beabsichtigt, aber die Familie Sonderfall scheint euch nun mehr gewogen zu sein. Ich wollte... Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Wow, das geht aber hier. Mehr Kraft. So. Was darf ich für euch tun? Was darf ich für euch? Ich bin Wissen ist Macht. Wann haben wir den denn eingestellt? Mehr Geschick. So. Jetzt ist mein Typ weg. Wo ist unser Typ hin? Hört doch mal auf, mich immer anzuklicken. Ja, du bist weg hier oben. Ich hatte dich sonst mal hier oben. Ist irgendwie Hurra! Verschwunden. Oh. Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben auch kein Geld mehr. Hier stimmt was nicht. Habe ich irgendwas Falsches gedrückt? Okay, sag ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.